Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir ein digitales Scrapbooking-Layout basteln. Ja, hört sich ganz kompliziert an, ist es aber gar nicht, versprochen. Wir nutzen dafür das Programm Affinity Designer und das kannst du dir herunterladen und es ist auch wirklich wert. Bevor du das tust, klick einmal auf Abonnieren. Vergiss nicht, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video haben und klick auf den Like-Button. Ja, vielleicht hast du auch noch nie vom digitalen Scrapbooking gehört. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist sehr viel bekannter in den USA als bei uns hier in Deutschland. Und ja, digitales Scrapbooking ist eigentlich dafür gedacht, dass du deine Fotobücher verschönerst. Man kann ja so Fotobücher drucken lassen und ja, dann kannst du diese in diese Fotobücher halt diese Scrapbooking-Layouts einfügen. Das heißt, du kannst da noch etwas dazu schreiben, du kannst aber auch noch ganz viel mehr Sachen machen mit diesen Büchern und das ist das Schöne daran. Also man kann sie dann richtig schön gestalten und ist nicht so limitiert in der Anwendung, wie die Programme es vorschreiben. Wie bereits erwähnt, dafür lädst du dir einmal die Testversion von Serif, also von Affinity Designer, herunter. Das ist egal, ob du einen Mac oder einen Windows-Computer hast, es gibt beide Versionen. Lass sie dir herunter und teste einmal, ob das etwas für dich ist, ob dir das Spaß macht. Und außerdem brauchst du dafür noch ein digitales Scrapbooking-Kit. Du kannst natürlich das nehmen, was wir hier verwenden, das heißt Lemonade and Ice Cream. Ich verlinke das in der Infobox. Ansonsten tut es natürlich auch jedes andere. Und dann zeige ich dir jetzt, wie das digitale Scrapbooking funktioniert. Ja, sobald du Affinity Designer geöffnet hast, erstellen wir erst einmal eine Datei. Dafür klicken wir auf Datei neu und erstellen die in 12x12. 12x12 sind 12x12 Inch und die ist schon vorgegeben. Und das ist auch gut so, weil die Scrapbooking-Papiere sind immer in 12x12 Inch. Das sind so um die 30 cm mal 30 cm. Und wenn du das hast, dann öffnest du deine Assets. Das zeige ich dir in einem anderen Video, wie du die denn hier reinbekommst, wie du gerade gesehen hast. Einfach einmal öffnen und dann kannst du aus dem Programm heraus die verschiedenen Dateien, die du brauchst, in dein Programm ziehen. Ja, zunächst einmal sind das die beiden Paper und die mache ich jetzt, das zweite Paper mache ich jetzt erst einmal kleiner und positioniere das hier oben links. Ja, du kannst natürlich das schauen, wie du das am besten gefällt, aber so ungefähr, ich mache das jetzt einfach einmal so. Wenn du das nachbasteln willst, kannst du das natürlich genauso machen. Stopp einfach ab und erstell das in deinem Programm, damit du gleich die Datei hast. Die Borde aus den Punkten wird hier nur als ein einziger Punkt angezeigt, deswegen habe ich die erst einmal ein bisschen gesucht. Ja. Wenn die Borde ein bisschen hervorsteht, habe ich gedacht, die bekommt jetzt erst einmal einen kleinen Schatten. Und dazu klicke ich unten in der Ebenenpalette auf dieses FX-Zeichen und dann kommt schon eine Schattenpalette, eine Palette auf jeden Fall, auf. Und dann kann ich hier mir aussuchen, wie der Schatten aussehen hat. Spiel einfach mal ein bisschen mit diesen drei Settings hier und wenn du das tust und auch natürlich den Schatten anklickst, dann hat deine kleine Borde hier auch einen Schatten bekommen. Weiter geht es mit dem Tag, den ich jetzt hier brauche. Ja, da kann ich dann gleich etwas draufschreiben, wenn ich das denn möchte. Und ich kann jetzt ein bisschen drehen und anpassen in der Größe, wie ich das möchte. Also das digitale Scrapbooking ist einfach Scrapbooking ohne den Dreck, den man sonst hat, wenn man bastelt. Ne? Also du kannst das alles am Computer erstellen und hier kommt wieder ein kleiner Schatten drauf. Weil, ja, so ein bisschen soll das Ganze natürlich realistisch wirken und hervorstehen. Deswegen immer der Schatten. Du kannst das drehen und wenden, wie möchtest. Du siehst schon, ich passe das immer wieder an und ziehe weitere Elemente auf mein Paper und im Prinzip geht es jetzt genauso weiter, bis du das Layout so erstellt hast, wie du es denn magst. Also Schriften im Layout finde ich auch immer sehr schön, deswegen wir haben hier ein paar Word Art oder Schriften oder du kannst das Ganze auch Handlettering nennen, ja, schon vorgefertigt oder natürlich kannst du es auch selber machen, aber ja, es ist ganz wie du magst halt, ne? Also du siehst schon, ich kann das auch positionieren, es gibt hier kein richtig oder falsch, du kannst einfach ein bisschen damit rumspielen und wirklich schauen, was dir am besten gefällt. Ich empfehle dir dennoch erst einmal hier ein bisschen was nachzubasteln, wenn das neu für dich ist, weil dann bekommst du da ein Gefühl für und kannst das dann ja auch ganz einfach eigene Layouts erstellen.
Prinzip bleibt aber immer dasselbe. Du ziehst aus deinen Assets hier in der linken Spalte, also die Inhalte deines Kits, Elemente heraus, positionierst die auf deinem Layout und drehst die oder gibst dir noch einen Schatten, damit das Ganze ein bisschen realistischer aussieht, ordnest die an, häufst die übereinander, also du kannst da ganz kreativ vorgehen oder hier duplizieren wir die auch, also ja, deiner Fantasie sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommt noch ein spannender Teil, du setzt einfach den Rahmen und du musst ja irgendwie dein Bild dahinter legen. Aus diesem Grund müssen wir den Rahmen ausstanzen sozusagen. Ja, also wir ziehen jetzt hier einmal ein Rechteck auf, der so groß ist wie der Rahmen. Und dann müssen wir den Hintergrund sozusagen da rausstanzen, um später unser Foto dahinter legen zu können. Also wechsle ich jetzt hier auf die Ebene mit dem Hintergrund. Und werde das erst einmal rausstanzen und dann siehst du schon, was passiert. Ja, einfach auf Löschen klicken, das erste Paper verschwindet. Jetzt müssen wir das zweite natürlich auch noch verschwinden lassen und da gehen wir genauso vor, rechte Maustaste und dann rastern, immer rastern, nicht vergessen, ja, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann wieder auf Löschen klicken und jetzt siehst du, wenn du die grauen Kästchen, grau-weißen Kästchen siehst, jetzt haben wir eine Transparenz, jetzt können wir dahinter ein Bild legen. Ja, dann ist unser Layout an dieser Stelle auch schon fertig. Du kannst es jetzt ausdrucken. Die freigelassene
Bereich ausschneiden oder halt auch in deinem Bildbearbeitungsprogramm hinterlegen. Wichtig ist, dass du das Ganze jetzt erst einmal abspeicherst, einmal als Affinity Designer Datei. Dann kannst du nämlich immer die Ebenen wieder benutzen, ja, wieder zugänglich machen und das Ganze verändern. Und gut ist dann auch immer, wenn du es noch einmal exportierst, als PNG-Datei. PNG ist ganz wichtig, weil wie gesagt, dann haben wir diese Transparenz mit drin. Ja, das war es dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Ist mal etwas anderes, ist nicht immer nur übers Bullet Journaling, aber du kannst diese Elemente auch fürs Bullet Journaling verwenden. Das ist das Schöne daran. Also zum Beispiel kannst du sie dir ausdrucken, in dein Bullet Journal kleben oder aber auch für dein digitales Journal verwenden. Das funktioniert ähnlich und das werde ich dir natürlich noch in weiteren Videos zeigen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen und bis dahin erst einmal tschüss.